Ich frage als erstes Rainer Hoffmann. Rainer, wir haben nochmal gehört, mehr kämpfen als bisher für dieses Europa. Und was ich auch gut verstanden habe, Herr Oettinger, wenn wir heute über Binnenmarktausbauen reden, dann reden wir über den Ausbau der sozialen Säule, sonst kein Ausbau des Binnenmarktes. Was ist deine Meinung dazu? Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal lieber Norbert, lieber Herr Oettinger, lieber Joe, Glückwunsch der Hans-Böckler-Stiftung, dass Sie einen Vorstandsbeschluss, einen, wie ich finde, weisen Vorstandsbeschluss, dann auch jetzt in gute Praxis umsetzt und diese Aufsichtsrätekonferenz heute quasi auch die öffentliche Präsentation ist des dritten Instituts unter dem Dach der Böckler-Stiftung, dem Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung. Ich denke, du hast das gut präsentiert und wünsche euch für die Arbeit im neuen Institut, für die Mitbestimmung gutes Gelingen, viel Erfolg. Dann habe ich hier zwei Dinge gelernt, Herr Oettinger. Ich fand Ihren Vergleich richtig nachdenkenswert. Über die ausgefallenen Arbeitstage durch Streiks in den europäischen Nachbarländern und dieses Mal in Vergleich zu setzen mit den ausgefallenen Arbeitsstunden für Sitzungen der Betriebsräte in den verschiedenen Ausschüssen, der Personalräte und in den Aufsichtsräten. Ich glaube, das ist deutlich produktiver, aber die Zahl könnte deutlich höher sein. Und dann finde ich Ihren Hinweis, den Sie gegeben haben, bezogen auf den Rat aus Deutschland, aber bitteschön keine Befehle aus Berlin. Völlig richtig und kann auch Sie da uneingeschränkt unterstützen, weil Befehle haben wir in den letzten Jahren zur Bewältigung der internationalen Finanzmarktkrise leider zu viele bekommen. Und Sie haben es, glaube ich, in aller Deutlichkeit angesprochen, Europa, die Europäische Union ist alles andere als in einer guten Verfassung. Und was wir gerade als Possenspiel aus Bayern hier erleben, gefährdet nicht nur den Zusammenhalt in Deutschland, nicht nur die große Koalition, die wir mit viel Geburtswehen auf den Weg gebracht haben, sondern ist auch ein Risiko für Europa. Und deshalb finde ich Ihre klare Positionierung nicht nur heute auf unserer Konferenz, sondern auch in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit außerordentlich beeindruckenswert und möchte Ihnen an dieser Stelle dafür danken. Und wenn wir es denn auch hinbekommen, Norbert, die Frage, die du mir gestellt hast, was müssen wir eigentlich machen, damit Europa nicht auseinanderbricht, dann ist es in der Tat, dass Europa endlich für die Bürgerinnen und Bürger, für die Menschen in Deutschland, aber auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nachvollzieht, erleben kann, dass Europa wirklich für die Bürgerinnen und Bürger da ist und nicht nur ein Binnenmarkt, der die wirtschaftlichen Freiheiten garantiert, aber die sozialen Grundrechte zum Teil wirklich unter die Räder kommen. Damit muss Schluss sein. Und da bietet die Säule sozialer Rechte durchaus eine ganze Reihe an Anknüpfungspunkten. Ich war von Anfang an etwas kritischer aufgestellt, weil was dort beschrieben ist, ist alles richtig. Aber wo es jetzt darauf ankommt, dass es auch verbindlich und wenn möglich auch rechtsverbindlich implementiert wird, das ist eine Herausforderung. Und auch da kann ich Ihnen Recht geben, aus dem Innenleben der Kommission wissend, dass Jean-Claude Juncker sich nachhaltig dafür eingesetzt hat. Aber in der Kommission ist es ja auch so, wie in der Zusammensetzung des Rates der Europäischen Union, dass wir unterschiedliche Fliehkräfte haben und eine unterschiedliche Orientierung im Hinblick auf die Bereitschaft zur Vertiefung der europäischen Integration auch im sozialen Bereich. Und es ist eine ständige Auseinandersetzung, das erleben wir in der Kommission, das erleben wir im Rat und das erleben wir im Europäischen Parlament, dass es uns gemeinsam gelingen muss, dass die sozialen Grundrechte, und das ist eine ganz zentrale Botschaft, Vorfahrt haben vor den wirtschaftlichen Grundfreiheiten. Das ist eine Botschaft, die den Menschen, die den Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen in Europa zurückgewinnen lassen kann.
Und ich will es kurz machen, nur zwei Punkte kursorisch benennen, die wir diskutieren müssen. Und auch da haben Sie in einem Punkt, glaube ich, ganz klare Hinweise gegeben und auch im Hinblick auf Ihre Aufgabe, den EU-Haushalt, den mittelfristigen EU-Haushalt vorzulegen, glaube ich, mit vielen Orientierungen versehen, die ich unterstützen kann, weil wir brauchen nicht nur ein Europa, wo die sozialen Grundrechte gesichert werden, sondern wir brauchen ein Europa der Investitionen. Weil die Investitionsbedarfe, die wir in Europa haben, sind dermaßen eminent, wenn diese endlich in Angriff genommen würden und eine blinde Sparpolitik zur Bewältigung der Finanzmarktkrise ad acta gelegt wird, kann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die europäische Einigung wieder zurückgewonnen werden. Und Investitionsfelder, wir müssen das gar nicht vertiefen, liegen geradezu auf der Straße. Und dass die Energiewende in Deutschland kein nationaler Alleingang sein kann, ist eine Erkenntnis, die haben wir schon lange. Sie ist leider bei den Regierenden in Berlin immer noch nicht richtig angekommen. Und der dritte Punkt, Europa war für uns auch immer ein Stück weit Referenzmodell im Kontext voranschreitender Globalisierung. Und wir werden diese Globalisierung nicht aufhalten, wir werden diese Globalisierung auch nicht zurückdrehen, wie einige Protektionisten, Nationalisten dieses offenbar im Sinn haben. Aber wir haben es auch gerade dieser Tage wieder sehr genau uns angesehen und diskutiert. Wenn Europa ein Referenzmodell auch für andere Wirtschaftsregionen sein soll und eine Alternative zu den ganzen Autokraten, die Sie zu Recht benannt haben, Oettinger, dann brauchen wir auch eine Ausrichtung, eine neue Ausrichtung in der europäischen Handelspolitik, die Frau Malmström angekündigt hat, aber leider nicht einlöst. Und da ist schon der nächste Vertrauensverlust vorprogrammiert. Wenn ich mir anschaue, nicht mit der großen Öffentlichkeit debattiert, wie vor 2 Jahren in Sachen TTIP und CETA, dass wir nun ein Handelsabkommen mit Japan abgeschlossen haben, wo beispielsweise die Wasserwirtschaft nicht auf der Negativliste draufsteht und somit gefahrengeneigt weiterer Liberalisierung ausgesetzt ist. Dies, obwohl ein europäischer Bürgerentscheid mit über 1,5 Millionen Menschen, die sich beteiligt haben, klar gemacht haben, wir wollen keine Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge durch die Hintertür europäischer Handelspolitik. Damit muss Schluss sein. Und das Problematische ist ja natürlich immer wieder, das sind so ein paar Themen für Feinschmecker. Wer kümmert sich denn darum? Und irgendwann fallen sie den Bürgerinnen und Bürgern auf die Füße. Und es ist ja gut, dass einiges durchaus positiv drin ist in diesem Handelsabkommen, dass man davon Abstand genommen hat, in diesem Handelsvertrag den privaten Investorenschutz zu regeln. Aber trotzdem fällt dieses Abkommen hinter den Erreichten, was wir bei CETA hinbekommen haben, zurück. Und das kann nicht sein. Also 3 Punkte zusammengefasst, Norbert. Wir brauchen eine Stärkung der sozialen Grundrechte in Europa. Wir brauchen ein Europa der Investitionen und wir brauchen ein Europa, was sich stark macht zur fairen Gestaltung von Globalisierung. Dazu hat sie das Potenzial, dazu müssen wir kämpfen. Deshalb darf Europa nicht scheitern. Danke, lieber Rainer. Wir haben den EU-Vizekommissionspräsidenten gehört, wir haben den DGB-Vorsitzenden gehört, der auch nicht im Nebenamt, sondern im Hauptamt profilierter europäischer Gewerkschafter ist. Wir haben sozusagen mit Joe Lyon einen prominenten Vertreter hier des Europäischen Parlaments. Rainer Hoffmann hat gerade gesagt, soziale Rechte müssen Vorfahrt haben vor Wirtschaftsfreiheiten, sonst werden die Menschen dieses Europa nicht als das ihre akzeptieren. Finden wir dafür im Europäischen Parlament Mehrheiten und Bündnispartner? Ja, Herr Oettinger hat gesagt, dieses Projekt, dieses wunderbare Projekt, beispiellos in der Geschichte, auf freiwilliger Basis Völker und Staaten zu vereinigen, ist in Lebensgefahr. Und in der Tat, ich kann ja in der Bürgerkammer der EU ein Lied davon singen. Ich muss mir das wöchentlich anhören, diejenigen, die das Ganze zerstören wollen. Und ich bin ja jetzt dann in der 4. Legislaturperiode und es ist immer schlimmer geworden. Wenn ich an 99 zurückdenke, das war fast schon noch eine gute Stimmung. Ja, da haben wir also über Europa positiv diskutiert, auch noch im Nachgang zum Fall der Berliner Mauer, zu all den Dingen, die da möglich waren. Und mittlerweile hat sich das verengt und es wird verquält und es wird
auch immer aggressiver sozusagen das Gegenmodell zu Europa. Und das ist in der Tat abschotten, ja, nicht mehr mitmachen, der Nationalismus, der in den Köpfen und dann über politische Kräfte auch in Regierungen Einzug gezogen hat. Ja, wir haben noch den Nachlauf dieses großen neoliberalen Weltversuchs aus den 80er, 90er Jahren. Wir sind da immer noch nicht weg, obwohl ja doch durch auch die Bürgerbewegung auf europäischer Ebene, durch das Mitwirken der Gewerkschaften von der Bolkestein-Richtlinie zur Dienstleistungsfreiheit bis zu der Riesendemonstration in Berlin mit TTIP, man doch auch Gegenpunkte gesetzt hat und sich das auch in der Europapolitik niederschlägt. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie vor 10 Jahren, aber es ist immer noch eine Schlagseite, die diese Europapolitik hat, weil man muss sich auch fragen, was ist das, dieses Europa, was ist das? Ist das ein großer Wirtschaftsraum oder ist ein großer politischer Raum? Ja, ist es eine Wettbewerbsgesellschaft, wo nicht nur Firmen, sondern auch Staaten miteinander im Wettbewerb stehen, oder ist es eine Solidarunion, wo man alle mitnimmt und dann gegen Maßnahmen ergreift, Instrumente aufbaut, sodass also die Stärkeren die Schwächeren auch unterstützen? Und da fehlt es dran und leider ja auch aus diesem Land. Ja, wir waren kein Ruhmesblatt in den letzten 10 Jahren. Ja, dass Herr Tsipras jetzt bei der Flüchtlingskrise Frau Merkel unterstützt, da muss ich sagen, haben wir in Brüssel alle geschmunzelt und gesagt, es gibt ja doch noch Dinge, die man nicht für möglich hält, aber es gibt auch viele andere Griechen, die haben diese Schramme doch tief im Bewusstsein und werden das so leicht auch nicht vergessen. Ja, ich hoffe, dass der hanseatische Kassenwart doch besser ist wie die schwäbische Hausfrau, dass mit dem Aufbruch nach Europa wir dann doch, natürlich braucht man in der Bundesregierung dann nochmal die Einigkeit dazu, dass sowohl jetzt der Europäische Währungsfonds, wie er dann genannt wird, neue Instrumente bereithält, wo wir nicht erst eingreifen, wenn die Krise ausgebrochen ist, sondern wo man auch schon proaktiv helfen kann, sodass die Krise nicht aufbricht. Und Investitionshaushalt ist genannt worden. Rainer, ich bin seit 2012 auch Mitglied der Initiative New Deal. Der DGB hat das selber gesagt. Wir brauchten 300, 400 Milliarden, ja, vielleicht auch noch mehr, 700 oder was genannt worden ist für Infrastruktur alleine. Und New Deal ist ja der Logo, dass wir jetzt nicht kleckern, sondern klotzen müssen. Ich bin im Nebenberuf ja auch im Parlament Vorsitzender der China-Delegation. Ich kann das nur bestätigen, was Sie sagen. Es ist atemberaubend, wie dieses zentralstaatskommunistische Land und in dieser von oben nach unten Entscheidung eine neue Weltmacht herankommt, die technologisch in Riesenschritten nach vorne sich bewegt. Und natürlich nach innen das mit Repression verbindet, überhaupt nichts mehr von Freiheiten in dem Land eigentlich zu spüren sind und mit der künstlichen Intelligenz sie ein Kontrollsystem aufbauen, wo aber auch wirklich vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen jede Regung erfasst wird. Und was hier auch was für Freiheit betrifft, wir wirklich ein Gegenmodell bekommen zu dem, was wir in Europa und früher im Westen hatten. Ja, wir brauchen einfach mehr Menschen, die sich für Europa einsetzen. Nicht, wer ist Europa? Europa ist nicht die Kommission und ist nicht das Parlament, sondern es sind alle. Und das ist leider nicht begriffen. Und ich kann auch nur sagen, dass im Umweltausschuss ich sehe, wie erfolgreich die Umwelt NGOs geworden sind. Die sind professionell aufgestellt, die sind jeden Tag da, die haben keine Feierabendstunden, sondern die lobbyieren wirklich konkret, sind kompetent und man muss in Brüssel da sein, man muss wirklich Präsenz zeigen und wir sind kein verschlossener Club. Das Parlament ist offen, man hat auch Zugang
zu der Kommission. Also es ist machbar, die Europapolitik zu beeinflussen, aber wer nicht da ist, der wird auch nicht gehört. Und wer zu spät kommt, der hat verloren. Das ist nun mal so, wenn die Entscheidungen gelaufen sind, dann sind sie gelaufen in diesem größeren, komplexen Gebilde. Und man muss also frühzeitig da sein. Und ich hoffe mal, dass das neue Institut mit dem Auftrag, lieber Norbert, dann auch frühzeitig in Europa sein kann, um ein dickes Brett zu bohren. Nämlich das Bewusstsein, dass Mitbestimmung, ja, etwas ist, was der gesamten Gesellschaft nutzt. Der Wirtschaft nutzt, der Gesellschaft nutzt. Und ich will vielleicht mit enden, was ja sehr schön aus Studien hervorgeht. Wirtschaftsdemokratie geht auch gut einher mit politischer Demokratie. Und das kann man ja in Europa beobachten. Ja? In Skandinavien ist beides viel besser da, wie in manchen mitteleuropäischen oder südeuropäischen Ländern, weil wenn es an Wirtschaftsdemokratie fehlt, dann sind die Leute auch nicht so beteiligt in politischen Prozessen. Und deswegen, glaube ich, ist in der Gesamtschau die Mitbestimmung auf Betriebsebene, aber auch auf Bürgerebene bei der Europapolitik so wichtig. Ja, Julian, wenn ich dich richtig verstehe, dann müssen wir uns jetzt doch eigentlich ganz gut fühlen hier, denn wir sind hier mitten in der Werkstatt der europäischen Demokratie unterwegs. Es sind viele Kolleginnen und Kollegen hier, die sind in europäischen Betriebsräten unterwegs, in internationalen Unternehmen im Aufsichtsrat. Ich will jetzt mal bei der Gelegenheit nochmal zwei Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Europa, Gabriele Bischoff, sie ist sozusagen im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss die Präsidentin der Arbeitnehmergruppe. Den Peter habe ich kurz schon genannt, Peter Scherrer, stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Das ist, glaube ich, hier eine gute Gelegenheit zu sagen, das sind sozusagen unsere Werkstattmeister, Meisterinnen, unser Führer da in Europa und du hast uns ja sozusagen mitten reingesetzt. Aber wir wollen die Gelegenheit nochmal nutzen, Herr Oettinger, weil Sie ja noch im Moment vielleicht da sind, doch nochmal über das Geld zu reden vielleicht. Würde ich ganz gerne nochmal machen. Weil jetzt ist hier von zwei meiner Vorredner hier gesagt worden, mehr Investitionen, milliardenschwere Investitionsprogramme, da bringen wir Europa voran. Von Ihnen habe ich auch nichts anderes bisher gehört. Gleichzeitig hören wir aus vielen Hauptstädten der Europäischen Union zum zukünftigen Rahmenhaushalt, die Europäische Union muss schlanker, sparsamer und effizienter werden. Wie haben wir das als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als Bürger eigentlich zu verstehen genau? Was heißt das konkret? Wie geht man mit dem Widerspruch um? Es geht ja um den Haushaltsrahmen für 7 Jahre im nächsten Jahrzehnt, 2021 bis Ende 2027. Den haben wir als Kommission im Mai und dann die Ausführungsvorschriften für alle Programme im Juni dem Parlament und Rat vorgelegt. Wir haben zwei Lücken. Eine Einnahmelücke, denn wenn die Briten gehen und nach einer Übergangsphase, fehlen uns rein netto 12 bis 14 Milliarden Euro jährlich. Und wir haben ein absolutes Schuldenverbot seit Beginn. Und wir haben eine Aufgaben- und damit Ausgabenlücke, in dem neue Aufgaben entstehen, die man besser oder nur europäisch angehen kann. Die Frage, wie fördert man von der Migration Hauptbrüderländer, Griechenland, Malta, Zypern, Bulgarien, Italien? Grenzschutz, Terrorismusbekämpfung. Große Forschungsprojekte, Stichwort künstliche Intelligenz, Horizon Europe, oder aber die Idee von uns, Erasmus Plus zu verdoppeln, dass die Zahl der jungen Menschen, die in der Ausbildung oder während des Studiums Europa bereisen kann, Kultur, Natur, Sprache, andere Stadtbilder, Freunde fürs Leben kennenlernen, sich verdoppelt. Das heißt, wir haben sinnvolle neue Aufgaben, die wir europäisch angehen sollten. Beide Lücken. Deswegen kommen wir um gewisse Kürzungen im Agrarbereich und im Kohäsionsbereich nicht herum. Brauchen aber eine leicht erhöhte Einzahlung. Zu beiden noch zwei Beispiele, die mir sehr wichtig sind. Auch Sozialpolitik. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf eines Europäers liegt im Schnitt bei 29.000 Euro und Jahr. Deutschland 43.000, Frankreich 40.000, Schweden 50.000, Luxemburg 103.000. Bulgarien 6.800. Und so wie Aufbau Ost nach der deutschen Einheit wichtig war und noch wichtig ist, ist für mich
die Stärkung von neuen Mitgliedstaaten, Lettland, Litauen, Estland, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, im Interesse der Union wichtig. Und deswegen Kohäsionsfonds. Wir müssen den Abstand verringern. Nicht, indem Luxemburg runterkommt, sondern in Bulgarien langsam hochkommt. Und deswegen brauchen wir dafür weiter Kohäsionsmittel, etwa 52 Milliarden pro Jahr für alle Mitgliedstaaten und alle Regionen Europas, auch für die Deutschen. Noch immer sind für Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern die Kohäsionsmittel die wichtigste öffentliche Investitionsquelle. Deswegen dort kein Kahlschlag. Aber ich brauche jetzt nicht eine Verdopplung des Haushalts. Ich brauche vielleicht 10% mehr. Und dazu mal in absoluten Zahlen, das wird sogar gerne negiert. Von 100 Euro, die ein Bürger in Europa erwirtschaftet, Händearbeit, Kopfarbeit, Vermögensanlage, nehmen wir 50 Euro über Abgaben, Gebühren, Steuern, Beiträge weg. In Deutschland 46, in Frankreich noch 55, 50 im Schnitt. Und von den 50 Euro kommt 1 Euro zu uns blöden Bürokraten nach Brüssel. Und bleiben 49 in Berlin, Stuttgart, Biberach, AOK. Das heißt, Europa kann man nicht viel schlanker machen. Wenn Sie die Bürger fragen, was bekommen die in Brüssel? Die würden sagen, 8, 10, 12, 1 Euro. Und ich brauche 1,11 Euro. Dann können wir Agrar maßvoll kürzen, Kohäsion maßvoll kürzen, beide ohne Kahlschlag und können neue Aufgaben finanzieren und können mehr investieren. Ich will übrigens den ESF nicht kürzen. Der ESF soll bisher in der Kohäsionspolitik mit 3 Programmen, Regionalkohäsion und ESF, hat er 23%, also auf 27 hochgehen. Immerhin 100 Milliarden über die 7 Jahre hinweg für gezielte Maßnahmen, Soziales, Integration, Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Bildungsprojekte, anderes mehr. Und den Bereich sollten wir stärken, denn die schafft Identität mit Europa. Und diese Instrumente sind gerade dort, wo wir Probleme haben, essentiell. Ja, danke nochmal. Trotzdem haben wir den Punkt, die Regierung, die da Propaganda machen gegen einen angeblich zu aufgeblähten EU-Haushalt, werden ja zu Hause von uns allen gewählt. Das heißt, sie sind ja dann offensichtlich der Meinung, sie sind im Wählerauftrag unterwegs, um der EU zu sagen, ihr kriegt von uns nicht mehr aus unseren Ländern. Was sagt man dazu? Was sagen wir jetzt kurz vor den Europawahlen unseren Kolleginnen und Kollegen an den Arbeitsplätzen, du, deinen Nachbarn Wuppertal, vielleicht Joe auch seinen Nachbarn im Saarland, die ihn wieder wählen sollen, zu solchen Argumentationslinien? Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren immer extrem schwer damit getan, dem Bild entgegenzuwirken, Deutschland sei der Zahlmeister der Europäischen Union. Alles andere oder dieser Eindruck ist absolut falsch. Und ich finde Ihren Zahlen zufolge, Herr Oettinger, glaube ich, völlig richtig, dass man die Relationen klar machen muss, wie viel Geld geht eigentlich nach Europa. Aber ich glaube, es geht noch einen Schritt weiter. Und das ist meine Erfahrung auf der einen oder anderen Betriebsversammlung, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen spricht, gerade in Unternehmen, die in einem hohen Maße vom erfolgreichen Export abhängig sind, dass Deutschland der größte Gewinner der europäischen Integration und insbesondere der größte Gewinner der Europäischen Währungsunion ist. Diesen Zusammenhang müssen wir viel deutlicher herausstellen. Und ich finde es richtig, Herr Oettinger, dass Sie eingangs in Ihrem Statement nochmal darauf hingewiesen haben, auf das erste Kapitel des Koalitionsvertrages, wo in der Tat Dinge zusammengefasst wurden, die das Potenzial haben für eine andere, eine bessere deutsche Europapolitik. Nur erleben wir gerade, dass diese Koalition sich sehr schwer damit tut, das, was im Koalitionsvertrag verabredet wurde, wirklich auch das zu liefern. Und man stelle sich doch nur mal vor, wir würden die alte deutsche D-Mark wieder einführen. Unsere Wettbewerbsfähigkeit wäre in 0,0 nichts dahin, weil wir hätten eine deutlich höhere Bewertung
der deutschen Exporte von bis zu einem Drittel und der Titel Exportweltmeister wäre dahin. Und den Titel Exportweltmeister holen wir jedes Jahr, den Titel des Fußballweltmeisters holen wir ja nur alle 10 Jahre, wie wir wissen. Der zweite Vergleich, den zweiten Punkt, den wir uns immer wieder klar machen müssen. Wir hätten nicht mehr die Europäische Zentralbank, sondern die Deutsche Bundesbank. Und jetzt wissen wir natürlich auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch als Sparer, dass diese Niedrigzinspolitik auf Dauer für unsere Sparguthaben, die paar Groschen oder Cent, Euros, die wir da haben, nicht so besonders prickelnd sind. Aber eine Zahl hat mich schon nochmal wachgerüttelt. Und es ist eine Zahl, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten 10 Jahren 240 Milliarden Euro an Zinsersparnissen gewonnen, die sie nicht leisten mussten aufgrund ihrer Staatsverschuldung, aufgrund der Niedrigzinspolitik des Euros. Also das sind einfach zwei Größenordnungen, die kann man sich überhaupt nicht so richtig vorstellen, aber trotzdem tut die Politik so, und zwar quer durch alle Parteien, auch in meiner eigenen Partei. Als wenn wir der Zahlmeister der Europäischen Union wären. Und wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, eine wesentlich deutlichere Sprache sprechen, um die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass wir dieses Europa brauchen und dass es dieses Europa, selbst wenn wir Zahlmeister sind, nicht zum Nulltarif zu bekommen ist, weil es ist viel zu wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands, für den wirtschaftlichen Erfolg vieler unserer Unternehmen, aber auch für den politischen Erfolg und für den sozialen Zusammenhalt. Da ist mir deutsche Politik in Richtung Europa viel zu hasenfüßig. Herr Oettinger, jetzt muss ich Sie fragen, ich erinnere mich, Sie müssten jetzt los. Sie können aber gerne noch bleiben, aber Sie, wollte ich nur noch mal sagen. Also es war uns ein großes Vergnügen, Sie hier zu haben. Ich glaube, das war ein sehr lebendiger, guter Input auch. Dankeschön nochmal dafür. Und würde ich sagen, toi, toi, toi für die nächsten Monate und dass wir uns nächstes Jahr um diese Zeit mit guten Ergebnissen bei den Europawahlen vielleicht wiedersehen. Ja. Ihr beiden habt aber noch ein bisschen Zeit, deswegen werden wir auch noch die Zeit gut nutzen. Und ich habe ja die Frage auch an dich gestellt, was sagst du denn deinen Menschen, die dich wählen sollen, deinen Nachbarn, Nachbarinnen, warum Geld nach Europa? Und vielleicht auch mehr nach Europa, was wiederum bedeutet, im Sozialen vielleicht weniger zu Hause. Wie gewinnt man die? Gut, der Rainer hat ja zu Recht gesagt, dass über viele Jahre bei uns die öffentliche Meinung verbogen wurde in dieser Frage. Ja? Zahlmeister Europa, das ist so tief irgendwie im Bewusstsein, dass die Leute das glauben. Und zum Beispiel nicht glauben, dass wir an den Kreditprogrammen, die wir Griechenland gegeben haben, über 3 Milliarden gewonnen haben und nichts eingezahlt haben, sondern über die Rückzahlprogramme 3 Milliarden Euro gewonnen haben, ja? Was man eigentlich kaum irgendwie am Stammtisch wahrnehmen würde. Aber es ist so. Also du sagst es ja, wir sind wirklich im großen Stil der Gewinner der Europäischen Union, des Binnenmarkts und der Währungsunion. Man kann sich das gar nicht vorstellen, gerade für unsere Exportindustrie, wenn das alles nicht da wäre. Was die Leute ärgert, sind dann Ungerechtigkeiten. Und ich habe auch meiner politischen Familie empfohlen, dass wir das im Wahlkampf ganz vorne hinschieben, die Ungerechtigkeiten bei den Steuern. Es kann einfach nicht sein, dass die Digitalfirmen, ja, Apple, Amazon und so weiter, sich im großen Stil der Steuerpflicht entziehen. Das kann nicht sein. Und ich denke, dass wir da ran müssen. Da müssen wir unbedingt ran. Weil das Geld, was da in vielen Milliarden verloren geht, das können wir gar nicht einsparen. Und das wollen wir auch von den Bürgern nicht zusätzlich irgendwie einfordern.
Also Steuerflucht, Steuervermeidung, Steuerparadiese, Nichtbezahlen von Steuern wie bei den Digitalfirmen, das ist ein Gerechtigkeitsthema erster Güte. Und damit müssen wir 2019 in den Europawahlkampf gehen. Ich glaube, das hat Rückhalt in der Bevölkerung. Da kann man also wirklich auch sagen, Europa muss sich hier bewähren, muss hier beweisen, dass wir Gerechtigkeit herstellen. Ja, ich denke, dass mit dem Brexit, auch mit dem, was wir so in Italien sehen, vielleicht in Deutschland doch auch etwas die Sorge umgeht, dass dieses Europa wirklich in Lebensgefahr ist, weil die Menschen doch sehen müssen, dass wir in der Mittellage Europas am meisten zu verlieren haben. Wir haben am meisten zu verlieren. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass wir Grenzkontrollen nochmal rundherum einführen. Ja? Dass wir Restriktionen bekommen, vielleicht bei Kapitalverkehrskontrollen und so weiter. Also dieses Europa ist für uns eine Lebensversicherung. Und deshalb muss man darum werben. Das wird nicht leicht. Ein Teil des Publikums ist vergrätzt, ist vergrellt. Ja? Das werden die Bayern dann jetzt auch bei den Landtagswahlen merken. Und was sie da machen, ist kontraproduktiv. Das wirklich provoziert quasi bei vielen Leuten nochmal Protest. Und man muss bei der Europawahl drum werben. Ich weiß, dass die Gewerkschaften das machen. Und gemeinsam muss man dafür sorgen, dass die proeuropäischen Kräfte, am besten auch die progressiv europäischen Kräfte, dort die Mehrheit gewinnen. Ja, danke nochmal. Lass uns mal zurückkommen auf den einen Punkt mit diesen Briefkastenfirmen. Das ist ja auch ein Teil des Vorschlages in diesem neuen Mobilitätspaket der Europäischen Union. Positiv auf der Seite, dass Sie erstmals, glaube ich, im Gesellschaftsrecht begriffen haben, Mobilität von Unternehmen kann nicht bedeuten, die Tür aufzumachen, dass man einfach den Briefkasten umhängen muss und damit sich aus allen nationalen Systemen verabschieden kann. Ihr habt die Debatte im Europäischen Parlament ja auch schon länger, nach den Panama Papers ist es auf jeden Fall da gewesen. Aber meiner Ansicht nach gibt es ein Problem, dass eben wir in Europa sehr unterschiedliche Steuergesetze haben und keine europäische Grundlage für Besteuerung von Unternehmen. Wie kommt man da hin? Ist das überhaupt ein guter Vorschlag? Na, ich habe heute Morgen, als ich hierher kam, von der Kollegin eine E-Mail bekommen über Zufallsamerikaner. Ich wusste auch nicht, was Zufallsamerikaner sind. Also wer über Amerika fliegt und die Mama war schwanger und man wird dort geboren, dann ist man Amerikaner, automatisch. Und da gibt es also Tausende von Zufallsamerikanern, die nie in Amerika gewohnt haben, aber einen amerikanischen Pass haben durch Geburt in Amerika. Und die jetzt also verstärkt von den Steuerbehörden die Aufforderung bekommen haben, ihre Steuererklärung in Amerika zu machen. Ich sage das, weil wir ja wissen, dass die Amerikaner bei den Firmen dieses Gesetz haben, dass amerikanische Firmen in Amerika Steuer zahlen müssen, egal wo sie auf der Welt unterwegs sind. Und deshalb jetzt für das europäische Gesellschaftsrecht ist ja die Frage, dass Firmen quasi, wo sie ihren Sitz haben, auch die sozialen Rechte eigentlich mitnehmen müssten, egal wo sie dann aktiv sind und wo sie den Sitz hinverlegen. Ich denke, das ist eine Forderung, die wir als politische Gruppe im Parlament, ich hoffe, wir haben eine Mehrheit, das auch einfordern werden, dass man nicht per Mausklick seine Firma in ein anderes EU-Land verlagert, die Firma vielleicht noch aufspaltet, sodass also die Mitbestimmung verloren geht. Und wir müssen dann auch die Arbeitnehmerrechte mitnehmen können. Das wird kein leichter Kampf, aber man muss es versuchen, was bei der Steuergesetzgebung geht, müsste aber auch bei der Sozialgesetzgebung, der Mitbestimmungsgesetzgebung gehen. Jedenfalls ist dieses Gedankengebilde mal da, dass wir das einfordern und nicht per Mausklick, ja, digitale Mobilität der Unternehmen. Da sind ja Tür und Tor geöffnet, dass das missbraucht wird. Das kann man ja riechen, das merkt man ja regelrecht und dem muss man widerstehen.
Ich habe das deshalb nochmal zum europäischen Gesellschaftsrecht gefragt, weil dass wir unser Mitbestimmung schützen wollen, ja so what, wir sind hier bei der Hans-Böckler-Stiftung, natürlich werden wir, das müssen wir aber in Berlin machen, richtig hart die Tür zuhalten, dass über diese europäische Gesetzgebung die deutsche Bundesregierung nicht anfängt, die Tür zur Aushebelung der deutschen Mitbestimmung zu öffnen. Aber wir müssen unser Thema ja anschlussfähig machen. Auch andere müssen entdecken, dass dieses Letterbox-Thema ein Problem ist, weil dann bestimmte Rechte wahrscheinlich ganz einfach per Mausklick abhauen. Und ich würde dich gerne noch mal fragen, wie wollen wir den Kampf bestehen? Einerseits zu Hause zu kämpfen, dass wir sozusagen bestimmte Standards behalten, andererseits aber auch eine Geschichte für Europa entwickeln, wo andere mitgehen können. Ich glaube, es geht nicht nur darum, Standards zu halten, sondern gelingt es uns, neue europäische Standards zu setzen. Weil das wäre mir nur zu sehr Verteidigungsstrategie. Wir wissen aber auch, aufgrund der Zusammensetzung des Rates und die politischen Wahlen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sind das, was du angesprochen hast, Joe, die Perspektiven für progressive Mehrheiten in Europa zurzeit nicht besonders rosig, sondern im Gegenteil ist der Fall. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, ein anderes Thema, aber ich muss es sagen, weil es mich schon sehr, sehr umtreibt. Wir erleben eine Erosion der sozialdemokratischen Parteien in Europa, so haben wir das noch nie erlebt. Das ist erschreckend. Und wie kriegen wir dann noch progressive Mehrheiten hin? Da habe ich ziemliche Bauchschmerzen. Deshalb glaube ich, kommt es darauf an, dass da, wo wir noch stark sind, zu gucken, das, was der Lissabon-Vertrag uns ermöglicht. Und es ist eine Diskussion, Peter Scherrer weiß das, da tun wir uns auch im Europäischen Gewerkschaftsbund nicht ganz leicht. Gabi weiß das vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Wenn wir Fortschritte machen wollen, kommen wir nicht daran vorbei, Koalitionen der Willigen zu bilden. Und Koalition der Willigen heißt dann verstärkte Kooperation der Mitgliedstaaten in Europa, die bereit sind, weitere Vertiefungsschritte oder weitere Schritte zur Harmonisierung zu gehen. Und das fängt an, insbesondere im Steuerbereich, kann aber auch im sozialen und arbeitsmarktpolitischen Bereich fortgesetzt werden. Wir erleben das gerade, bin ich auch ein Trauerspiel. Wir waren alle total froh, dass Macron in Frankreich die Wahlen gewonnen hat. Und jetzt kommt unser hanseatischer Kassenwart, findet sich mit seinem französischen Pardon zusammen und sind ganz stolz und ganz proud zu sagen, wir bringen jetzt endlich die Finanztransaktionssteuer auf den Weg. Etikettenschwindel. Ja, ich finde, Leute, das geht so nicht. Ja? Da wird ein Etikettenschwindel betrieben, als wenn die Bürgerinnen und Bürger es nicht merken würden. Und dann ist auch irgendwann Schluss mit den progressiven Allianzen für Europa, wenn wir hier nicht Tacheles reden. Und es war ja nicht Macron, es war schon im Vorfeld Hollande gewesen, der beispielsweise den Derivatehandel von der Finanztransaktionssteuer ausschließen wollte. Wie verrückt, das Ding ist sozusagen eine stumpfe Waffe, wenn das diese Formen der ja in Millisekunden gehandelten Produkte auf den internationalen Finanzmärkten einfach ausschließt. Ist nichts wert, genau. Also da sage ich mal, wir müssen da in unserer Auseinandersetzung auch ein Stück weit präziser, deutlicher werden und auch Zuspitzungen betreiben, die wir als Gewerkschaften, glaube ich, dringend in den nächsten Monaten führen müssen. Immer getragen von dem Interesse, die Europäische Union, den europäischen Zusammenhalt nicht aufs Spiel zu setzen, aber Schluss damit zu machen, dass wir zum Teil wirklich Augenwischerei betreiben und die Menschen dann irgendwann merken, die meinen das gar nicht ernst. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Wenn die Menschen auf Dauer den Eindruck haben, die meinen es nicht wirklich ernst, dann kriegen wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in dieses wunderschöne Projekt der europäischen Integration, die größte politische Innovation nach den Schrecken des 19. Jahrhunderts, nicht mehr zurück. Das wird eine richtig harte Aufgabe sein. Und dann haben wir das Problem, Oettinger hat es angesprochen, du hast auch angesprochen, wie gehen wir jetzt um mit dem Company Law Package? Da sind ein paar Sicherungen drin und grundsätzlich kann man ja gar nicht gegen europäisches Gesellschaftsrecht sein. Warum? Ja, also das ist die logische Konsequenz für einen europäischen Binnenmarkt, habe ich immer schon gesagt, dass wir auch ein europäisches Gesellschaftsrecht haben. Aber doch bitte dann ein Gesellschaftsrecht, was nicht zum Regime Shopping-Anreize gibt, wo man dann die niedrigsten Steuer zahlt, die niedrigsten Sozialausgaben hat und nach Möglichkeit keine Mitbestimmung hat, um da sich anzusiedeln, wo es einem gerade am besten gefällt. Das ist nicht das Ziel von einem europäischen Gesellschaftsrecht. Und jetzt hat die Kommission ja nach monatelangem Gerangel endlich einen Vorschlag gebracht. Und wir haben, Norbert weiß das, Peter weiß das, wir waren
in der Kommission haben, die haben uns sehr ernst genommen. Wie stellt ihr euch das denn vor mit der Sicherung der Unternehmensmitbestimmung? Kein Mensch will eure Mitbestimmung aushebeln. Aber was sie da jetzt auf den Tisch gelegt haben, naja, eine Sicherung der deutschen Mitbestimmung mit einer Verfallzeit von 3 Jahren, kann ich nur sagen, liebe Leute, ist mit uns nicht zu machen. Aber dann stehen wir zwischen Pest und Cholera. Dann sagen die uns, ja, was anderes kriegen wir aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in dieser Kommission gerade mal nicht hin. Und könnt ihr euch vorstellen, dass wenn wir dieses European Company Law Package jetzt nicht auf den Weg bringen, dass nach den Wahlen zum Europäischen Parlament in einer neuen Kommission dieses Vorhaben ad acta gelegt wird? Oder könnt ihr euch vorstellen, dass diese neue Kommission, die sich anders zusammensetzen wird als die jetzige, weil wir hatten ein paar Wahlen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wo jetzt schon absehbar ist, dass die nächste EU-Kommission keine Kommission von progressiven Mehrheiten sein wird. Und die werden ein Company Law Package vorlegen, da spielt die Mitbestimmung möglicherweise überhaupt gar keine Rolle mehr. Und ich sage mal, das ist lebensgefährlich für die Europäische Union. Da hat Oettinger völlig recht. Weil wenn solche Pakete dann in einer neuen Kommission auf den Tisch gelegt würden, dann ist der Dammbruch hier nicht mehr zu halten. Dann kann ich auch noch so schön über Europa reden, wie ich will. Dann werden meine Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und in den Gewerkschaften sagen, hast du noch alle an der Waffel? Die berauben uns unserer Mitbestimmung und wir sollen uns für ein solidarisches Europa einsetzen. Das wird nicht mehr funktionieren. Also wir sind hier wirklich in einer Situation, wo man die Zuspitzung gar nicht hart genug formulieren kann, damit die Menschen wirklich wach werden, aufgerüttelt werden, um was es jetzt geht. Und das ist jetzt keine besonders freundliche Perspektive. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen massiv uns dafür engagieren, dass zumindest in Deutschland das, was bei den Bundestagswahlen passiert ist, in dem Umfang sich für das Europaparlament nicht wiederholt. Und da hätte ich einfach auch nur eine Bitte an euch. Weil ihr habt in den nächsten Wochen keine Streiks und ausgefallene Arbeitstage aufgrund von Streiks, aber ihr habt zahlreiche Sitzungen der Betriebsräte, der Aufsichtsräte. Ihr werdet zahlreiche Betriebsversammlungen haben. Lasst uns jetzt anfangen. Stellt auf jeder Betriebsversammlung euren Arbeitgebern, euren Anteilseignern oder im Wirtschaftsausschuss des Betriebsrates oder auf die Tagesordnung einer Aufsichtsratssitzung. Wo liegt der Vorteil unseres Unternehmens an einer funktionierenden Europäischen Union? Und was denken Sie zu tun, dass dieses Projekt der europäischen Integration nicht scheitert? Weil ich finde, es reicht auch langsam, dass sich die Arbeitgeber ständig einen schlanken Fuß machen, wenn es um die Verteidigung eines solidarischen Europas geht, von dem sie am meisten profitieren und wir alleine sind versuchen, diesen weiteren Absturz der Europäischen Union aufzuhalten. Das ist eine Aufgabe, wo wir aufgeklärte Kapitalisten endlich mitnehmen müssen. Und da haben wir die Möglichkeit zu, auf jeder Betriebsversammlung, in jeder Betriebsratssitzung, in jeder Aufsichtsratssitzung bis zur Wahl im Mai nächsten Jahres dieses Thema scharf zu stellen. Ja, am Schluss unseres Gesprächs sind wir jetzt doch da angelangt, wo ich sagen würde, da geht es ums Päckchen packen. Der Oettinger hat gesagt, wir sollen mehr kämpfen. Was packst du für ein Päckchen für uns? Ja, nun ist die Kommission ja kein Gesetzgeber, sondern sie legt Gesetze vor. Das Gesellschaftsrecht ist ja im Parlament angekommen und ich kann aus den ersten Beratungen sagen, das wird so nicht aus dem Parlament rausgehen, wie es reingekommen ist. Und in der Tat sind wir da auch keine Mehrheit, aber wir machen das, was du sagst, Koalitionenbildung. Und das geht dann auch über verschiedene politische Gruppen. Also ich bin sicher, dass wir den Gedanken der Mitbestimmung bei dem Gesellschaftsrecht erheblich verbessern können. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was genau das Endziel nachher sein wird. Aber so, wie das da vorgelegt wird, werden wir das nicht beschließen. Ja, du hast zu Recht gesagt, wir haben jetzt noch 10 Monate bis zu dem nächsten demokratischen Test in der Europäischen Union.
Das Parlament hat wirklich enorm an Kraft und auch an Macht gewonnen. Wir sind ja zu 98% Gesetzgeber. Und ich glaube, was Bürgerthemen angeht, was Freiheitsrechte angeht, was soziale Themen angeht, sind wir in der Tat ein Treiber. Gemessen an dem, was dann im Rat der 28 Regierungen los ist und was auch sehr oft etwas unfertig aus der Kommission rauskommt. Also es lohnt sich, die nächste Bürgerkammer auch wirklich so zu besetzen, dass wir progressive Politik in der EU bilden können. Und in der Tat, denke ich, muss man auch noch mal in die Zivilgesellschaft reingehen. Es gibt ja doch viele Leute, die bereit wären, mitzumachen, die auch nach Ankern suchen, wo sie sich dann betätigen können. Und ihr habt das ja gemacht. Ihr habt das an verschiedenen Stellen in der Gewerkschaftsbewegung hervorragend hingekriegt, wie man mit zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Bewegung aufbaut, die auch gehört wird, die sichtbar ist. Und vielleicht sollte man das zur Europawahl auch machen, weil wenn das Projekt in Lebensgefahr ist, ja, dann muss man dem wirklich Blut zuführen und gucken, dass da also der Atem nicht zu kurz wird. Und wir werden da Gegner haben, ja, en masse, die man im Zaum halten muss. Sonst sind die sind nämlich immer lauter. Das ist das Problem. Die sind noch gar nicht so viele, aber sie sind laut und dadurch sind sie hörbar. Und das ist dann auch eine Schiene, wie sie dann gehört werden und Leute ihnen nachlaufen. Also ich glaube, es lohnt sich zu kämpfen. Und ich setze auf die Gewerkschaften, dass wir dieses Europaprojekt nicht verfallen lassen, nicht aufgeben, sondern dass wir es weiterbauen. Und es war in der Geschichte ja auch beim deutschen Nationalstaat so. Ja? Wo ist der hergekommen? Und über Demokratie, über Mitbestimmung der repräsentativen Demokratie und nachher der gesellschaftlichen Demokratie ist das Land das geworden, was es war. Ja, nicht ein Kaiserreich, sondern doch eine soziale Demokratie, die sich noch sehen lassen kann. Und dasselbe brauchen wir für die europäische Ebene. Man kennt die Unterschiede von Bulgarien bis Luxemburg, sage ich mal, oder von Portugal bis Finnland. Aber es führt ja kein Weg dran vorbei. Wir haben keine große Alternative. Wir müssen diese schwierigen Zeiten auch bewältigen. Und ich denke, in der Welt des 21. Jahrhunderts ist jeder, der einen normalen Verstand hat. Ja, der wird sagen, wenn dieses Europa in einem Weltcup mitspielen will, dann geht das nur mit einer einheitlichen Mannschaft. Das geht nicht, wenn die sozusagen verschiedene Spiele machen. Dann werden wir den Weltcup mit den anderen Regionen der Welt nicht bestehen. Wir fliegen dann auch in der Vorrunde raus. Joe Leinen. Das ist das fast das Schlusswort. Ich will mit einem Zitat enden hier diese Runde, die mir ein Wort von Jean-Claude Juncker, dem EU-Kommissionspräsidenten, was mir wirklich gut im Kopf geblieben ist, das er gebracht hat, zum, als Anlass des 60-jährigen Jubiläums des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Er wurde sehr wortreich gefragt von der Moderatorin, ist noch genug Wind da für Europa? Dann guckt er ins Publikum, alle erwarten jetzt eine große Antwort und da sagt er, Wind ist genug, aber keine Segel. Und ich würde sagen, dieser Saal voller Europäerinnen und Europäer, überzeugter Europäerinnen und Europäer, wird wohl in der Lage sein, für Europa die Segel hier zu setzen. Das können wir uns, glaube ich, hier versprechen, auch nach dem, was ihr uns gesagt habt, zu Hause. Ja, da hast du ein paar Vorschläge gemacht. In Brüssel, Herr Oettinger hat eben übrigens beim Tschüss-Sagen noch mal gesagt, ausdrücklich, ich lade euch ein, sagt mir Bescheid, kommt nach Brüssel, zeigt euch. Dann muss man auch das richtige Format finden. Es nützt sich, dass wir ihn in seinem Büro besuchen. Ich glaube, das bringt nicht viel. Ja. Aber klar, das nehmen wir gerne an. Du bestimmt auch. Du wirst auch sozusagen nicht uns zurückweisen. Wir werden die richtigen Formate finden und in Allianzen. Das war nochmal ein guter Hinweis von dir. Alleine wird man das so nicht schaffen können. Also, wir ziehen uns an. Wir sind sozusagen, machen uns warm. Wir sind unterwegs im europäischen Betriebszentrum. Die können übrigens auch mal in Brüssel tagen. Gabi, ich sage jetzt mal, wir laden Sie gerne in unser Haus der Zivilgesellschaft ein. Da haben wir alles da, was man braucht. Ja, wunderbar, wir brauchen auch Unterstützung. Ich danke euch, der Herr Oettinger ist leider weg, ich danke euch beiden, Joe Leinen, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir werden weiter im Gespräch bleiben. Das ist nicht nur der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir setzen Sie jetzt fort, auf jeden Fall. Und Rainer, auch dir Dankeschön. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel, dass wir Seite an Seite für diese Ziele kämpfen. Dankeschön.